Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halde Haniel. Es ist arschkalt und ich sinke hier mal im Schnee ein. Ja, weil der Daniel hat keine Winterschuhe, nur Adidas-Schuhe. Ultraboost tun es auch im Winter. Ja, und ich habe Ugg-Boots angezogen. Ja. Aber ich lege mich die ganze Zeit fast aufs Maul. Wir sind jetzt schon ganz oben und ja, wir schauen uns das Ganze heute mal so ein bisschen an. Stehen hier gerade mitten auf den Trails von der Halde Haniel. Und ja, ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen, nehme euch so ein bisschen mit heute und viel Spaß. Sind so ein paar Sprünge. Da ganz oben geht das Ganze los, aber hier ist die Schneedecke so dicht, dass man eigentlich nicht wirklich sehen kann, ja, wie groß jetzt die Sprünge oder die Anliegerkurven hier sind. Aber wie ich das so sehe, gibt es irgendwie zwei Lines. Wie siehst du das? Ja, ne? Ich sehe nur Schnee. Und yes, wir laufen mal hier runter, gucken uns das Ganze mal an. Ich muss sagen, ich glaube, der Aufstieg ist nicht ganz so easy, aber wenn man jetzt hier runterläuft, muss man ja nicht mehr ganz hoch, glaube ich. Aber das checken wir jetzt mal. Ja, weil man kann einfach bei dem Schnee nicht fahren, es ist einfach viel zu tief. Hier oben, hier auf der oberen Line kann man, glaube ich, fahren und auf der unteren nicht mehr. Aber hier ist easy. Ich glaube, die obere Line ist die leichte. Und die obere ist die leichte, weil hier ist so ein Double. Hier ist auf jeden Fall ein fetter Double, wenn du überlegst, wie hoch der wahrscheinlich ist. Noch höher ohne Schnee. Ging mal besser. Hi. Hi. Zwei kommen noch. Alles klar. Hi. So, wo geht's lang? Möchtest du jetzt dem Trail folgen? Ich glaube. Oder wieder hoch Richtung Sonne? Ich glaube, hier ist Rückweg. Ja. Man hat dann diesen kleinen gemacht. Und ja, klar, da hinten geht es jetzt noch weiter runter. Ich glaube, das ist auch noch richtig lang. Aber wir können ja mal den Rückweg hier gehen. Ja. Weil mich würde interessieren, wie lange der Weg halt nach oben dauert. Und ich möchte auch nach ganz oben. Ja, nach ganz oben gehen wir eh. Aber mich interessiert vor allem, wie lange dauert der Weg nach oben, wenn man gerade so einen Abschnitt gefahren ist, ne? Ja. Weil die Berge bei uns da kannst du nur zwei, dreimal hoch, dann ist Game Over. Dann bist du vorbei mit dir. Ja. Sie ist anstrengend. Yes. Aber ein paar Leute versuchen sogar zu biken bei dem Wetter. Ja, wir werden jetzt mal ungefähr zu Fuß die Zeit hier schätzen. Und dann melden wir uns, wenn wir wieder oben in der Sonne sind, weil meine Hände am Sterben. Jo, die Lia probiert jetzt das erste Mal ein Old King Carrot Cake heute zur Pause. Wir nehmen immer, wenn wir irgendwie rausgehen, letzte Zeit Old Kings mit. Auch wenn die viel Kalorien haben, aber wenn man mal wenig Zeit hat zum Essen, super Sache. Karottenkuchen, Leute. Wie soll das schmecken? Also ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass es krass schmecken wird, aber wir berichten gleich mal. Ich weiß schon, wie er schmeckt und ich war sehr, sehr krass positiv überrascht. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal auch ausprobieren, gerne.
Jo, wir haben es immer noch nicht hoch geschafft, weil die Lia braucht noch ihre Essenspause. Und was sagst du, wie schmeckt er dir? Also ich finde ihn sehr lecker. Ich hatte gerade ein großes Walnussstück drin, was ich sehr nice finde. Aber ich muss sagen, Karotte schmecke ich nicht so viel raus. Aber was ich auch, glaube ich, gut finde, dass er nicht so viel nach Karotte schmeckt. Ja, ich finde auch, es schmeckt eigentlich überhaupt nicht nach Karotte. Ja, aber was ich euch schon sagen kann, ist jetzt nicht mehr weit hoch. Es ist ein kleines Stückchen steil hoch hinten, glaube ich. Und eigentlich auch voll entspannt. Es ist sehr gerade, easy, schöne Aussicht dabei. Es sind viele Leute, versuchen immer wieder oben den Einstieg zu machen und versuchen eine Runde zu biken. Und ich glaube, das ist ziemlich hart. Die sind alle am Schreien, wenn sie oben den Einstieg machen. Hier, du musst den Drop nehmen. Ich fall gleich über dich. Leute, das musste ich euch einfach kurz zeigen, deswegen habe ich nur kurz das iPhone rausgeholt. Es sah einfach viel zu witzig aus. Wir dachten, wir nehmen so eine Abkürzung für den Abstieg. Das war aber dann viel schlimmer, weil wir wieder hier runter müssen. Ich bin nicht die Einzige, aber da unten kommt wieder ein Weg. Aber krass, man hat halt so einen ganzen Abstiegstrail nochmal so, ne? Ja. Also den jetzt nicht, oder der andere eigentlich. Oh shit, ich muss Füße abklopfen. Ja, aber ist doch überwiegend nur Schnee. Was geht ab, Leute? Halde Haniel, Feedback. Erstmal krass, dass so viel Schnee war. Wir haben damit gar nicht gerechnet, dass wir auf einmal in so ein Winter Wonderland kommen. Die Leute waren am Skifahren, überall Schlitten. Du musstest den Schlitten ausweichen beim Auf- und Abstieg. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir hier schon, man kann schon einen schönen Biketag hier verbringen. Oben sind verschiedene Lines. Ich habe nicht im Schnee jetzt nicht ganz durchgeblickt, wie das Ganze so funktioniert. Aber auch einfach so zum Chillen. Glaube ich, kann man hier echt einen guten Tag verbringen, wenn man als Mountainbiker einfach hier hinfährt. Die Freundin kann sich oben ein bisschen sonnen und ein bisschen picknicken gehen und so. Ist eigentlich echt cool. Der Aufstieg nach einer Trailabfahrt geht auch, ist nicht so steil. Du kannst das easy schieben, kannst auch easy fahren. Das, was anstrengend ist, ist der erste Aufstieg, aber ist auch nicht ultra steil, also geht eigentlich voll klar. Und dann die steilen Passagen könntest du auch nochmal schieben, aber es sind ganz viele flache Passagen, dass es nicht so super anstrengend ist. Und ich würde sagen, man kann hier sehr, sehr gut einfach 3-4 Stunden verbringen mit zwischendurch Pausen, vielleicht auch sogar einen ganzen Tag. Und ein kleiner Tipp noch, parkt direkt beim Parkplatz Halde Haniel. Das findet ihr bei Google, weil sonst leitet euch Google hier irgendwo in so ein Industriegebiet. Wo wir übrigens übelst den Schnee auf den Straßen haben. Ja, der Daniel ist ein bisschen gedriftet eben. Und das, du musst dann halt nochmal weiterlaufen. Ja. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Stückchen könntest du auch easy fahren. Mit dem Fahrrad bist du halt auch da nochmal ultra schnell eigentlich. Aber wenn du direkt an der Halde Haniel sein willst, park direkt am Parkplatz Halde Haniel. Der heißt so, findest du bei Google. Yes! Das war auf jeden Fall cool. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Und dann mit Fahrrad. Im Schnee macht das keinen Sinn. Da waren viele Fahren, aber die sind mehr geschlittert als alles andere. Yes, lasst mir gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in einem neuen Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.